Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Test auf diesem Kanal. Also zumindest vorerst ein Let's Test und vielleicht später dann doch noch ein Let's Play. Wir werden sehen. Auf jeden Fall geht es heute um Songbird Symphony. Und nein, das hat nichts mit dem Lied Symphony von Silvermoor zu tun. Sondern ist ein eigenständiges Spiel. Es kostet 15 Euro bei Steam und ist, glaube ich, vor einer Woche oder so rausgekommen. Ist ein Rhythmus-Jump'n'Run-Adventure-Spiel. Und ich würde sagen, bevor ich hier lange rumquassel, starten wir einfach ein neues Spiel. Wir alle suchen einen Ort, an den wir hin schon gar hingehören. Das war schon mal ganz schlecht gesungen. So, und jetzt beginnt der Rhythmusteil. Das bleibt uns nicht die ganze Zeit so, nur damit ihr schon mal Bescheid wisst. Map. Plap, plap. Ja, also noch ist es genauso wie bei Ozu. Du hast da halt diesen Kreis um die Dinger rum, stand da auch eben. Huh, was war das? Dachte, ich hätte was gehört. Oder habe ich mir das nur eingebildet? Ja, und so spielt man dann hier quasi im Rhythmus. Da, da, dumm, dumm. Exzellent. Quasi mit dem Steuerkreuz. Oh, da war's wieder. Da antwortet jemand auf meinen Gesang. Ich bin mir sicher. Gibt's ja gar nicht. Bin ich das etwa? Ich sollte ein bisschen weiter singen. Vielleicht finde ich heraus, was los ist. Alter, jetzt hört das hier aber schon. Bam, bam, bum, blum, blam. Jetzt haben wir gleich eine Blume gebildet. Ganz schön advanced hier. Die, 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 die. Nur zweimal großartig, ich bin der Allerschlechteste. Bam, 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 bam. Das ist tatsächlich eine Blume, die wir da bilden. Okay, also da bricht gerade ein Ei. An sich, nein, ich habe den letzten verpasst. An sich muss man drauf hören, was der halt sagt und das dann nachmachen, ganz, ganz easy. Und wer war das? Wer ist da geschlüpft? Sind etwa wir geschlüpft oder war das jemand? Wer bist du denn? Hallo? Bist du meine Mama? Mama? Joystick präsentiert. Ein pixeliges Spiel in 2D, wie Anpu sagen würde. Und das sind wir. Ich mag diesen Grafikstil richtig gern, das ist alles so fluffig. Habt ihr den Po gesehen? Holy moly. Wir lieben unsere Mama. Songbird Symphony. Und jetzt wird es still um uns. Okay. Na, guck, das sind wir. Wir wobbeln so umher. Guten Morgen, Onkel Peer. Oh, Onkel Peer, wo bist du? Oh, was für eine Musik ist das, die von da drüben herweht? Diese Musik, ich mag sie. Wollen wir mal sehen, woher sie genau kommt? Ja, das ist eine gute Idee. So, ja, wir können laufen, wir können hüpfen. Das erste Level habe ich schon gespielt, deswegen kenne ich das schon. Wir können dir... Das wobbelt alles so richtig geil rum. Ich mag das richtig. Wobbel-Animationen sind allergeilste. Ich folge auch, naja, so ein paar Leuten auf Twitter auf jeden Fall, die auch immer so Wobbel-Animationen machen. Ich glaube, ich folge allgemein sogar viel zu vielen Leuten. Und allein diese Speicheranimationen und rechts, habt ihr sie gesehen? Das ist alles so cool. Es gibt hier auch ein... Tagebuch, da kann man dann die Sachen nachlesen, falls man da mal eine Zeit lang nicht gespielt hat. Onkel Peers geschmeidige Moves, ein wunderbarer Tag hat mich geweckt, aber Onkel Peer ist weg. Ah, vielleicht ist er an seinem Lieblingsplatz am Ende der Grünen Auen im Osten. Ich glaube auch, dass von dort die Musik kommt. Ja, da gehen wir da doch einfach mal hin. So, was haben wir noch für geile Moves? Wir können halt hüpfen und wenn man A gedrückt hält, dann gleitet man so ein bisschen. Ist auch sehr cool und wir sind hier in den Grünen Auen. Ja, und im ersten Level, ich weiß nicht, ob das in den weiteren Leveln auch so ist, ist erstmal der Plan, ihr habt vielleicht eben schon gesehen, oben rechts waren so vier Noten und die muss man einsammeln. Und hier haben wir zum Beispiel ein paar Bienchen, die verfolgen einen auch, aber wir gehen erstmal weiter, denn hier ist auch der Bienenkönig, vielleicht ist es auch eine Königin, ich weiß nicht, und die sprechen wir einfach mal an. Bzz, 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 Blumen gefunden, bzz, bzz, wo Freunde? Warum da jetzt ein Roboter ist, keine Ahnung. vielleicht kann ich ja helfen. Okay, ich bring dir deine Freunde, die habe ich doch hier gesehen. Und dann sammeln wir... Upsala. Dann sammeln wir die Eimer ein. Hopp, hier, kommt mal mit, meine Freunde. Ich habe hier euren König gefunden. Und jetzt sind die alle happy. Und geben uns dafür eine rote Note. Unsere erste Note. Ist das nicht toll? Wir können auch die ganze Zeit... hier... Noten rausschicken. Und ich finde das so witzig, dass der kleine Vogel die ganze Zeit einfach tanzt. Das ist so süß. Also allein wegen dem Stil finde ich das süß. Und das erste Lied war halt auch schon geil. So, was kann man hier machen? Ich glaube, das ist ein Speicherpunkt. Ja, das ist ein Speicherpunkt. Siehst du mal.
Und dann hat man hier quasi wie beim Jumpman üblich so ein paar Rätsel zu lösen und halt Sachen zu machen. Aber die zweite Note. Guck, die Welt interagiert und sendet uns Musik. Jeder einzelne Tropfen macht eine neue Note. Finde ich sehr schön. So, und hier oben habe ich das beim ersten Mal noch nicht verstanden. Hier ist nämlich so ein komischer Fisch. Oh, vielleicht kann man hier oben lang? Nee. Und wenn man in sein Wasser reingeht, dann... ja, fluppt er da raus. Oh, willst du mit mir spielen, der Fisch? Kann ich atmen? Kamado. Ja, das ist ja da halt draußen. Man kann auf dem so raufhüpfen, dann geht er auch wieder ins Wasser rein. Aber egal von welcher Seite man den da rausbuddelt, der geht immer nach rechts raus. Man kann ihn also nicht hier nach links packen. Ich hatte gedacht, dass er dann vielleicht hier unten irgendwie rein muss. Aber das geht anscheinend nicht. Von daher gar kein Plan, was der Fisch mir sagen soll. Und man kann ihn noch umherschieben. Da unten ist halt auch noch eine... was ist das? Eine Schnecke? Ja, aber die versteckt sich sofort. Und man kann den Fisch halt hier nochmal auf die Brücke irgendwie hinpacken. Und wenn man dann ein bisschen weggeht... oh, ein sonderbare Feder und ein wohlplatziertes Buch. Vielleicht sollte ich herausfinden, wem das gehört. Jetzt habe ich's. Ich werde mir in dem Buch Notizen machen, dann vergesse ich nichts. Ja, das ist eine super Idee. Und eine Feder haben wir auch bekommen. Feder-Update. Ach du Scheiße, ist das ein großes Reh. Ja, der Fisch ist jetzt irgendwie runtergefallen und der ist jetzt auch da unten, aber ich kann mit dem halt nichts machen. Und mit dieser Muschel kann ich auch nichts machen, wenn ich das richtig sehe. Das verstehe ich halt nicht. Die sind einfach nur so da. Hallo, kleines Reh. Ich finde das schön, dass sie so ein Reh eingebaut haben, weil davor war mir noch gar nicht bewusst, wie klein ich eigentlich bin. Ich bin halt, ich weiß nicht mehr, was ich bin. Bin ich ein Schwan oder sowas? Eine Ente? Irgendein anderer Vogel? Da geht's runter. Wenn ich springe, drücke und halte, sollte ich rübergleiten können. So, und da sind noch so komische Leuchtkäferchen. Und hier müssen wir halt so durch. Es laggt ab und zu ein bisschen, wie ihr das vielleicht merkt. Das liegt nicht an meinem PC, das liegt ziemlich sicher am Spiel. Ist leider so, vor allem wenn halt so ein neuer Abschnitt kommt, wie bei den Dingern hier, und man da durchgehen soll, dann laggt das halt ab und zu mal. Aber kann man, glaube ich, verkraften. Geht schon klar. So, ich hatte noch irgendwas entdeckt, und zwar hier unten nee, den kenne ich noch gar nicht. Wer bist du denn? Ach, sorry. Nein! Kleiner Cooper, das wollte ich nicht. Ach, da kriegt man die letzte Note her. Guck mal, die hatte ich letztes Mal noch nicht gefunden gehabt. Tut ja weh, nee. Yeah! Du hast den Groove. Witzig. Okay, cool, ich habe sogar was Neues entdeckt. Eigentlich wollte ich woanders hin. Wo wollte ich denn hin? Warte. Hier gibt es irgendwo... ach, weiter rechts. Hier unten war das, genau. Denn hier unten rechts gab es noch ein... hier ist die, wieso ist die Muschel denn hier plötzlich? Egal. Hier gab es noch einen Geheimraum, habe ich nämlich auch schon entdeckt. Mehr durch Zufall, aber ist hier. Und jetzt muss man einfach im richtigen Moment... warte, 1, 2, 3, bim! Das drücken und dann kann man hier runterfahren. Also alles so ein bisschen mit Rhythmus, das ist halt alles noch sehr... so, Tutorial-mäßig natürlich. Und hier oben ist irgend so ein einsamer Dude. Entschuldige mal, gehört dir das hier? Die Feder, die wir oben gefunden haben. Oh, wer bist du? Was tust du hier? Ich habe diese Feder gefunden. Und ich dachte, dass du vielleicht danach suchst. Du hast keine Angst vor mir? Ein wenig. Aber du siehst traurig aus, deswegen dachte ich, dass ich dir helfen sollte. Oh, danke dir. Ich heiße Zonoak. Ah, ich bin Burp. Danke, Burp. Du bist hier stets willkommen und du kannst die Feder behalten. Oh, danke. Ich suche noch jemanden, deshalb mache ich mich mal davon. Auf Wiedersehen, Burp. Und richtig witzig, Leute, wir können den nochmal ansprechen. Hallo nochmal. Wie geht's denn so? Hallo, Burp. Wie geht's dir? Und jetzt kommst... eugendlich ganz gut. Also, der Brüller. Vielleicht sind wir eine Eule, das kann auch sein. Ja, der wohnt hier und macht sich eine Strichliste und sein Schatten sieht sehr böse aus, aber anscheinend kann man sonst nichts mit dem machen. Und daher, tschüss, kleiner... ich habe schon wieder seinen Namen vergessen. Der hat einen ganz komischen Namen. Aber uns geht's eigentlich ganz gut. Der Brüller. Hier ist noch irgend so ein Gecko. Guck mal, der tanzt auch. Na, mehr oder weniger. Und da ist er weg. Und jetzt wird's traurig, Leute. Sieh mal, da ist er! Psst, ich sei nicht so grob. Er sieht so seltsam aus. Sag das doch nicht. Er ist nur anders. Was hat Peer sich nur dabei gedacht? Psst, er könnte uns hören. Ich höre euch alle, ihr seid alle blöd. Diese Faulen heutzutage, alle Kacke drauf. Da sind wir traurig. Aber hier rechts ist unsere Peer. Und die geht einfach richtig ab. Hallo, Peer! Das ist unsere Mama. Nee, Onkel Peer.
Onkel Peer, Onkel Peer, was tust du da? Guten Morgen, Bob. Oh, Schatz, auf wach heute. Ich hab nur meine geschmeidigen Moves geübt. Geschmeidige Moves? Ja, meine geschmeidigen Moves. Meine Boogie Woogie. Meine raffinierte Fußarbeit. Meine Tanz. Wow, das klingt nach Spaß. Oho, da wird wohl jemand ganz neugierig. Soll ich dir ein paar geschmeidige Onkel Peer Moves beibringen? Ja bitte, ja bitte, bitte mach das. Da hab ich richtig Bock drauf. In Ordnung, los geht's. So, jetzt kommt ja der zweite Rhythmus-Spiel-Dingsbums. Zunächst musst du wissen, was du überhaupt tun sollst. Da kommt der Gecko im Hintergrund. Höre erstmal auf meine Stimme. Und jetzt müssen wir das einfach nur nachmachen. Bam, bam, bam. Yeah, das war gut. Jetzt bist du wieder dran. Okay, jetzt höre auf das Tamburino. Du weißt dann, wann du dran bist. Nan, 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 nan. Dün, 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 dün. Dang, 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 dang. Yeah, und da kommt die ganze Familie. Toll gemacht. Jetzt beginnen wir mit den eigentlichen Lektionen. Und die tanzen noch mehr, umso besser man sich anstellt. Jetzt sitze ich das halt über die Poe. Die Poes? So, jetzt geht's richtig ab, Leute. Ich weiß nicht, ob ich dazu kommentieren soll oder das einfach durchlaufen lasse, weil eigentlich ist das Lied ganz nett. Hast du Lust auf einen Tanz? Bei Onkel Peer hast du die Chance. Brauchst mich gar nicht lang zu bitten. Folge einfach meinen Schritten. Okay. Wow. Ciao, ciao. Mega gut. Da, bla, bla. Dum, 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 dum. Klang, klung, cha, chu. Ka, tu. Ta-ta. Mim, 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 mim. Und da kommen die anderen Leute. Oh, jetzt wird's schwer, Leute. Oh. Und die hauen noch ab, wenn man halt schlecht agiert. Alter. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Oh, fein, das war ja richtig gut. Brauchst mich nicht mehr als etwas Mut. Zusammen tanzen macht viel Spaß. Hör jetzt bloß nicht auf, wir geben Gas. Viel zu schnell. Wer soll denn so schnell singen? Na, 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 na. Oh yeah. Das ist der Groove. Yeah. Okay, ich spüre es. Woo. Das ist der Movie. Dam, dam, bam, tschakadung, bam. Oh yeah, gib mir den Beat. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Nun hast du's raus, mein kleiner Freund. So schnell ich hätt's mir nie erträumt. Jetzt ist es aus mit dem Ganzen. Und du weißt, wie Power tanzen. Eventuell ist das aber nur schlecht übersetzt. Oh, du ein C? Nee, B? A? Bitte ein S? Ja. Okay, wir haben einen Fehler gemacht, anscheinend irgendwo. Ich weiß nicht genau wo, aber wir haben anscheinend einen. Aber ein S ist ja ganz toll. Anscheinend war ich ein bisschen zu früh dran, wenn links denn zu früh heißt. Und in der Mitte perfekt sein soll. Ja. Juhu, jetzt kann ich tanzen wie du. Das reibt sich. Du hast Potenzial, mein Sohn. Wenn du mal groß bist, wird sich dir jedes Mädel an die Federn schmeißen. Wow, werde ich aussehen wie du, wenn ich groß bin? Onkel Peer? Oh, Sohn, mach dir darüber mal keine Gedanken. Es gibt wichtigere Dinge zum Kopf zerbrechen. Frühstück zum Beispiel. Komm schon, wir besorgen uns was. Okay, Onkel Peer, aber du gehst vor. Ich will noch ein bisschen weiter üben. Dein Enthusiasmus gefällt mir. Lass dir nicht zu viel Zeit. Tschüss, Onkel Peer. Wieso geht sie nach links? Oh, Onkel Peer hat meine Frage nicht beantwortet. Bin ich wirklich ein V? Was bin ich? Oh, ich hab's. Laut Onkel Peer ist die Euleder klügste Vogel im Wald. Euleder klügste, der klügste Vogel im Wald. Vielleicht weiß sie Bescheid. Das reimt sich ja auch alles, was die hier so sagen. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich werde nach ihr suchen und sie fragen. Ja, jetzt könnten wir hier nochmal das Ganze machen. Aber da wir schon die goldene Statue haben, brauchen wir das nicht. Na, was steht denn im Dings hier drin? Ich werde nach der Eule suchen und sie zu meiner Herkunft fragen. Ich glaube, ihr Haus befindet sich auf dem höchsten Baum in Echowald, östlich der Grünauen.
Der Baum soll so hoch sein, dass man einen Aufzug braucht, um die Spitze zu erreichen. Haben wir noch Zonoax-Feder. Eine Feder, die in Dunkelheit gehüllt ist. Sieht größer aus, als sie ist, trotzdem nicht sonderlich bedrohlich. Ein einsamer aussehender kleiner Vogel in einer Höhle. Bewegt sich dieser Schatten dort von selbst? Man weiß es nicht. Ah, Zoloak hieß der. Oh, Onkel Bär hat seine Feder fallen lassen. Vielleicht soll ich sie nehmen. Ich könnte für eine Weile weg sein. Was? Nein. Du kannst doch nicht Onkel Bär alleine lassen. Feder-Update. Ja, Feder, diese Feder erinnert dich an glücklichere Zeiten, an hinreißendes Singen und Tanzen, fröhlich, rollig und immer bereit, seine helfenden Flügel auszubreiten. Jeder kommt mit Onkel Peer gut aus. Ja, also hier bahnt sich schon irgendwie ein Abenteuer an. Und glücklichere Zeiten, ja, also da stelle ich mir unter vor, dass dann die Zeiten bald nicht mehr so glücklich sind, wie es aussieht. Ja, aber das war die erste Map. Hier fängt die zweite Map an. Und quasi das Abenteuer. Deswegen würde ich sagen, für das letzte Test sollte das erstmal lang. Ich finde das Spiel sehr schön, muss ich sagen. Auch wenn man natürlich nicht so krass kommentieren kann, wenn da diese Rhythmusteile kommen. Aber es hat halt auch irgendwie Story. Und ist halt ein schniekes, kleines Jump'n'Run. Ja, dann würde ich sagen, wenn ihr davon noch mehr Parts sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Und lasst es mich auch in den Kommentaren wissen, wie ihr dieses Spiel findet. Ich finde es, wie gesagt, sehr schön. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Abonniert, wenn ihr keine Folgen mehr verpassen wollt. Und tschüss. Yeah.